Hallo, grüß euch. Ich mache heute einen Travel Cake. Und zwar den Travel Cake habt ihr sicher gesehen beim Promi Backen. Und zwar wird es da drinnen gebacken. Ich habe jetzt da die runde Form mit dem Rohr in der Mitte. Und das Rohr wird nach dem Backen herausgezogen. Und da kommt dann eine fruchtige Fülle rein. Wir machen einen Pistazienteig. Das Backerl habe ich vorgeheizt auf 170 Grad Heißluft. Und in die Mitte da rein, wenn wir das rausziehen, kommt einfach dann eine fruchtige Fülle. Und zwar habe ich da Sahne, Butter und Pistazienpaste. Tue jetzt erwärmen, bis es schön glatt ist, auf niederer Temperatur. Und inzwischen tun wir die Eier und den Zucker verrühren. Zwei Eier und ein Dotter und der Zucker. Das verrühre ich jetzt. Ich schalte natürlich dann die Kamera aus, weil das relativ laut ist und dann bin ich gleich wieder bei euch. Gell? Das braucht ihr jetzt nicht unbedingt hell weiß aufschlagen, sondern das reicht schon, wenn ihr es gut durchgemischt habt. Ich habe da drinnen ein bisschen Backpulver, aber ich schreibe natürlich das genaue Rezept rein. Gell? Ein Mehl, eine Prise Salz, das verrühren wir jetzt mit dieser Masse. Und jetzt kommt das dazu. Wie ihr seht, das hat sich jetzt alles schön verbunden. Und das tun wir jetzt da dazu und verrühren es schön. Und das backe ich noch bei die 170 Grad 45 Minuten. Die Pistazienpaste, die gibt es momentan schon überall, sogar, ich möchte jetzt auch keine Werbung machen, aber ich habe sie beim Lidl auch schon gesehen. Also da braucht es jetzt kein Bedenken haben, dass du das nirgends kriegst oder im Internet, das gibt es eigentlich schon fast in jedem Lebensmittelgeschäft schon. Früher hat es das nicht gegeben, jetzt gibt es Gott sei Dank. Und deshalb kann man solche Kuchen machen. Das verrühren wir jetzt. Zum Schluss noch mit dem Spatel. Und dann füllen wir das in diesen, hoffentlich, es könnt ihr auch einen Spritzsack nehmen natürlich, dass das ja nicht neben ausgeht, sondern schön reingeht. Und das bitte nicht ganz voll machen, sonst geht es euch über. Das ist ungefähr drei Viertel voll. Da habe ich jetzt ein bisschen botzt, aber das ist jetzt weg. Da nehme ich eine Küchenrolle. Und was ganz, ganz wichtig ist, bitte diese Form richtig, richtig gut. Ich habe mein Backtrennfett und habe es richtig gut eingeschmiert und auch bitte in der Mitte denn. Sonst kriegst du es nach dem Backen nicht mehr raus. Also richtig, richtig gut einfetten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich, wir lassen das jetzt eine Dreiviertelstunde backen und dann ziehen wir den Stab raus und dann lassen wir es auskühlen und dann kommen da die gute Himbeercreme oder irgendwas, was ich halt gern habe dazu, kann man da dann einfüllen. Also ich tue das jetzt eine Dreiviertelstunde bei 170 Grad Heißluft rein und dann schauen wir uns das an. Dann bin ich wieder bei euch. Für euch. Hallo, da bin ich wieder. Ist das nicht schön geworden? Ein Wahnsinn. Das ist richtig, richtig schön geworden. Ich habe echt eine Riesenfreude. Und zwar zieht es als allererstes, zieht es von der Als allererstes lasst ihr sie komplett auskühlen. Dann zieht ihr den Stab raus, so habe ich es gemacht.
Und dann habe ich eine Seite aufgemacht und dann ist die Roulade schon rausgeflogen. Das passiert euch ja sicher nur, wenn ihr es richtig gut eingefettet habt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber das ist richtig, richtig gut gegangen und die Form ist einfach schön. Jetzt machen wir die Fülle. Ich habe da eine Bärenmischung. Da tun wir jetzt einen Zucker dazu, weil die ist ein bisschen säuerlich. Ich würde sagen, 2 Löffel reicht. Dann tun wir sie ums Kennen umrühren. Und dann geben wir Agar-Agar dazu. Ich nehme da so ein gutes halbes Löffel. Und das lassen wir jetzt so eine Minute köcheln. Und dann lasse ich es ein bisschen abkühlen. Ich möchte gern probieren. Ich sage aber gleich dazu, ich probiere das jetzt das erste Mal. Deshalb weiß ich auch nicht, ob es gelingt. Ich hätte gern diese Rolle. Mit dem, weil das ist ein Pistazienteig und da habe ich mir extra einen Pistazien-Marzipan bestellt und den würde ich gerne ummanteln mit dem Marzipan. Ich probiere das aus und wenn das gelingt, dann machen wir das zusammen. Gell? Ich lasse das jetzt 1 Minute köcheln, schalte jetzt aus. Das ist beim Agar-Agar fein, weil das einfach total easy geht zum Machen. Ich lasse das jetzt auskühlen und inzwischen tue ich den Marzipan ausrollen und wenn das irgendwie geht, dann bin ich wieder bei euch und sonst lassen wir das weg. Das muss ich jetzt gestehen, dass ich das erste Mal tue. Gell? Bis später. So, ich habe das jetzt, ich habe die Rolle abgemessen von der Länge her und vom Umfang her. Also, und jetzt habe ich mir gedacht, mache ich das. Bitte, wenn ihr mit Marzipan arbeitet, tut bitte Stabzucker, weil sonst bleibt euch immer auf der Platte picken. Ich habe mir gedacht, ich streiche das jetzt mit der Creme, was wir jetzt gerade gemacht haben, schnell ein bisschen ein, damit der Marzipan auch picken bleibt. Gerade ein bisschen, dann bleibt es schon picken. Dann lege ich das Oberteil schön in die Mitte. Da muss ich noch ein bisschen streichen, sonst bleibt es da nicht picken. Wenn das ein bisschen übergeht in der Form, das braucht ihr einfach wegschneiden, gell? Weil das ja so und so unten reinkommt. So. Ich würde sagen, das ist perfekt. Dann nehmen wir das ein bisschen abbürsten, den Stabzucker. Da tun wir noch schön noch eine Pistaziensahne auf und schön dekorieren. Gell? Da geht es noch ein bisschen auf. So, ich tue das jetzt einfüllen in einen Spritzsack, das ist noch warm. Und dann füllen wir es zusammen. Gell? Jetzt mache ich mit euch zusammen noch für oben drauf für die Pistaziensahne. Das mache ich jetzt noch gleich. Und zwar habe ich da 150 ml Sahne drinnen. Und da kommt ein Kaffeelöffel Sanabout. Wer das Sanabout nicht hat, bitte nehmt einfach ein Sahnesteifer-Backel. Ich lasse das jetzt. Ist jetzt steif geschlagen und da tun wir jetzt eine Pistazienpaste dazu. Ich tue da keinen Zucker mehr dazu. Kann man sogar noch ein bisschen rein, ein bisschen grüner ist.
Ich tue da keinen Zucker mehr dazu, weil durch den Marzipan ist es schon relativ süß. Das fülle ich jetzt in einen Spritzsack mit einer Dülle drinnen. Weil sonst könnt ihr es nachher nicht mehr schön aufspritzen. Da einfach ein bisschen vom Sack reingucken, dann rinnt es euch nicht unten aus. Und jetzt da die schöne Paste oder Sahne im Spritzsack und tun sie in den Kühlschrank. Dann wird sie auch wieder härter durch das Sahnebad und dann kommen sie wunderschön aufspritzen. Inzwischen holen wir nachher das Ding raus. Unser Beerenfüller. Die, was auch schon müsste, eigentlich ein bisschen härter sein. Da mal oben zu. Und so tue ich das jetzt in den Kühlschrank. Die Beerenfüllung ist zwar noch, ich stelle das auf und tue unten eine Folie, aber ich meine, ich lasse es noch. Lassen wir es noch ein bisschen härter werden, weil sonst rinnt uns das unten aus, dann haben wir gar nichts davon. Ich tue es jetzt nochmal in den Kühlschrank und dann bin ich bei euch. Gell? So, das ist jetzt richtig zum Füllen. Und zwar habe ich es auf den Kopf gestellt und drunter eine Folie. Dann was langsam einfüllen. So, das bisschen bleibt übrig, aber das kann man nie so genau abschätzen. Jetzt tue ich da auch Folie drüber. Und so tue ich es jetzt in den Kühlschrank, bis es ganz hart ist. Da. Ist auch genug. Und dann, wenn das richtig hart ist, dann tue ich es mit meiner Sahne verzieren, tue ein paar Pistazienkerne drauf, mache ein Foto, stelle es ins Netz. Wer Lust hat, so ein Foam zu haben, das schaut einmal ganz witzig aus. Ich schneide es natürlich nachher auf. Jetzt habt ihr es auch schon gesehen, wahrscheinlich beim großen Promi-Backen. Ich finde das einmal ganz eine nette Idee. Die gibt es in eckig, dann gibt es in dreieckig und in rund. Der Hermi so und so, jeder fragt, woher ich es habe. Ich habe es von der Firma Totendekoration. Die haben solche Sachen, wenn sie es wollt, bestellt sie es euch. Es ist nicht ganz billig, aber es ist einmal ein Gag und schaut nett aus. Ich sage wieder einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch!